Hallo. Hey. Was machst du denn da? Ich weiß es selbst nicht. Ich bin jetzt schon wieder leer. Mach mal schön das leer. Du hast doch gesagt, du bist voll. Ja. Digga, aber Chef haut ab, ja, oder was? Ja, ich krieg das alleine hin. Mach ja, das nach, klar, nach Anleitung. Oh, yes. Oh, oh. Friends? Friends? Ja, pass, warte, ich bin rüber. Ah, ja, Bonne! Hallo, Muchachos! Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Schlüssel. Fleißig und zuverlässig. Wie man uns kennt, natürlich im Bausimulator. Wir zocken zusammen mit Nugi und Marvin. Hallo! Herzlich willkommen, Männers! Einen wunderschönen Hakuna Matata. Ich bin aufgestiegen. Ich bin offiziell kein Praktikant mehr. Ich bin jetzt Mitarbeiter, hab sogar meinen Schutzhelm auf. Und weiter geht's mit dem Einfamilienhaus. Wir wollten ja ein Luxushaus bauen. Mitarbeiter sind auf Probe. Zu 34% fertig. Und ich würde sagen, ich ziehe da ein später. Dankeschön, Freunde, dass ihr mir... Egal, mit dem Lohn, den wir dir zahlen, kannst du das nicht leisten. Hallo, mach das. Ihr seid so gut. Okay, also müssen wir machen. Deckenelementen Ton. Willst du das machen, Marvin? Ah, schon dabei. Ja, wir können sehr schön. Wir können aber auch mit dem anderen Lachs arbeiten, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Welcher andere Lachs? Andere Lachs? Ja, mit dem Gerät. Welches Gerät? Okay, dann bereite ich das hier vor. Komm, ich bin hier nur Mitarbeiter. Ich hänge ihn dran, ja. Komm, ich mache ihn dran. Und 3, 2, 1, hängt. Hallo? Hängt. Nee, geht nicht. Hallo? Häng ihn ran da. Okay, geht dann nicht, geht den, nicht. Warte, ich mach den fest. Okay, kannst du die kleinen Dinger hier nehmen? Ja, das ist ja komisch. Das habe ich jetzt nicht getestet. Oh, stimmt. Wahrscheinlich aber nur diese kleinen Jürgen hier. Aber eigentlich sieht das so aus hier oben wie die großen. Muss ich ehrlich sagen. Also, nach dem Bild, das ich hier habe, würde ich sagen, es sind die großen. Ist angehängt, kannst du nehmen. Hä, was hat Marvin da gerade wieder nicht hinbekommen? Ging nicht. Übrigens! Okay, vielleicht werden wir das mit dem. Ging nicht, Alter. Ja, okay, ja. Wenn das nicht funktioniert hat, kannst du ja wenigstens mal die Wasserwaage auffüllen. Danke, glaube, danke, Chef, jawohl. Wir haben das solltest du hinbekommen. Wir haben das Auto wieder entzaubert. Es ist etwas eskaliert in der letzten Folge, kann man glaube ich festhalten, oder? Hier habe ich keine Ladung mehr. Ja! Konkisser, ne? Jawohl. So, und das war so hier. So. Wo haben wir den denn? Ablassen. Ja, da kommt das Teil hin. Mit Schwung, Muchachos. Zack. Oh, sexy, sexy. Ich hab's da reingeworfen einfach, weil ich ein Profi bin. Bieten. Meinst du, mit dem geht das auch? Müsste eigentlich gehen, ja. Ja, hab ich. Alter, das ist ja richtig Akkordarbeit jetzt hier. Ja, also wir machen was, aber unser Chef ist irgendwie... Hallo, ich bin schon im Feierabend, unterwegs oder? Hier. Nein, ich bin unterwegs. Ja, einer trägt die Verantwortung und so, ne? Ja, Logo. Warum war denn das? So, da drehen. Ne? Können wir noch schnell hineiern. Mal, wir lassen das mal auffüllen hier. Können wir das nicht auffüllen lassen? Nee, schade. So! Hallo Marvin, du musst dir ein bisschen Mühe geben zumindest, ja? Jetzt weiß ich auch gerade, wo mein Fehler war. War einfach zu weit unten. Ich wollte das zu realistisch machen. Sehr schön, Nico. Sehr schön. Zack. Muchachos, by the way, danke euch für den fetten Support. Das Game hier, der Bausimulator, er ist bei Instant Gaming, er ist ein richtiger Absatzschlager. Falls ihr Bock habt auf das Game, Link zu Instant Gaming ist in der Beschreibung. Aber nicht nur der Link zu Instant Gaming, wo ihr euch Sachen kaufen könnt, sondern auch zum Instant Gaming Gewinnspiel ist in der Beschreibung. Ihr wisst es. Wenn ihr es nicht wisst, dann sag ich es nochmal, wir haben jeden Monat aufs Neue bei Instant Gaming ein Gewinnspiel für euch, wo ihr euch aussuchen könnt, was ihr gewinnen wollt. Es gibt Spiele für PC, für PlayStation, für Xbox und Nintendo Switch, danke Marvin. Arbeitssicherheit und so. Ihr könnt ihr da gewinnen, ihr könnt euch auch eine Steam-Guthabenkarte wünschen oder eine PlayStation-Guthabenkarte, auch das geht, falls ihr nicht genau wisst, was ihr haben wollt. Oder halt den Bausimulator, ne? Viel Glück dabei und das Gewinnspiel wird immer am Ende des Monats aufgelöst. Ja, jetzt haben wir gerade die Mitte, also ein bisschen Zeit habt ihr noch. Richtig. Euch was zu wünschen. Und am ersten Tag des nächsten Monats geht es wieder von vorne los. Dann habt ihr wieder eine Chance zu gewinnen. Was wünschst du dir gerade, Nugi? Ich wünsche mir auf jeden Fall eine Steam Paysafe-Karte. Paysafe-Karte. Kriegst du. Ja, ich hab ja den Bausimulator, den hab ich natürlich schon. Deswegen. Ja, ja, okay, verstehe ich. Ja. Schön auf Instant Gaming. Wow. Oh, da ist der Treppenaufgang, glaube ich, hier. Ja, wie kann ich den Lachs eigentlich drehen? So, warte mal. Shift und dann die Pfeiltasten. Oh, sexy! Passt das so? Aber jetzt bin ich hier hinterm Zaun. Ich glaube, das sollte passen, ne?
Ich krieg meinen Lachs hier nicht über. Hier rein. Ja, beruhig dich! Alter! Was machst du denn da? Mein Kranhaken durch Marvins Windschutzscheibe gepfeffert, ey. Oh, der Fuß passt nicht. Hallo, Verein. Aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen schneller als der gute Seko. Ja! Du hast mich eingelocht! Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Aber wir sind schon echt gut dabei. Marvin, das ist ein Treppenaufgang, ne? Ich weiß. Das kann doch nicht sein, dass hier alles im Weg steht, Mann. Ey, wie parkt ihr die ganze Kacke? Hallo, wir müssen doch sowieso erstmal hier reinlachsen. Ja. Aber ja, ihr habt in die Kommentare geschrieben, dass wir auch gerne schon mal den nächsten Bauschritt dann durchziehen können, damit einer nicht die ganze Zeit immer rumgammelt. Zum Glück macht Nurgi so ein bisschen die administrative Arbeit, sprich mit dem Bürgermeister. Was kam denn eigentlich bei rum? Ja, der hat auf jeden Fall gesagt, dass wir vorne unsere Karten reinlegen sollen, beziehungsweise ich habe vorne eine Karte reingelegt und jetzt werden wir nicht mehr geblitzt. Richtig. Ja, das ist geil. Aber wunderbar, Alter. Bis jetzt, ne? Ich hoffe, das bleibt auch so, dass er hier nachher wieder das Scheiße gebaut hat. Mhm. Aber es soll funktionieren, dass wir nicht geblitzt werden. Okay, wir sind fertig fürs Betonieren. Ja, jetzt müssen wir die Treppe gießen und die Decke betonieren. Haben wir dafür alle Sachen? Oh, yes. Oh, die Spinne hat er schon vorbereitet. Spinne, ich bin eine Spinne. Aber hast du den Lachs schon... Hast gefüllt? Du den schon befüllt? Nee, noch nicht. Aber wir haben doch noch hier Beton, oder? Der Betonmischer ist da. Hätte er mal wieder das machen können. Brum. Ja, ich muss den Lachs hier erstmal wegfahren. Warum? Okay. Kommst du da rum, ja, ne? Ja, krieg ich hin. Okay, warte, dann mach den Betonmischer, mach ich. Oh. Ja, vorbei. Ja, oh, sehr schön. Richtige Reaktion. Genau, warte mal, ich guck mal hinten die Level auf. Euch auf. Dann seid ihr verlassen. Dann überprüft das Deko und ich werde überprüfen, ob Nugi das auch gut macht mit seiner Spinne. Oh, yes. Oh, oh. Friends? Friends? Ja? Can you help me? Was ist passiert? Ja, was ist da hinten? Ich rutsche mit dem Betonmischer den Berg runter. Ey, nicht dein Ernst, Alter. Ja, das war gewollt. Ich muss den Beton einmal hier ein bisschen auflockern, ne? Der liegt ja schon seit 2 Tagen drin. Ihr müsst erstmal wieder ein bisschen angefrischt werden. Wenn man sich das jetzt hier anschaut. Kannst du deine Marvin? Nubi? Ja, ich krieg hier den Hebel gerade nicht hoch. Ja, dann, ich kann auch gleich supporten. Ich muss auch mal ganz kurz finden, welchen Hebel ich hier lachsen muss. Aber hier, Leute, wenn das hier ein Einfamilienhaus ist, das ist doch im ersten OG ziemlich wenig Platz, oder? Da kann vielleicht ein Kacklo rein und das Schlafzimmer, das war's dann auch schon wieder. Gieß mal rein. Okay. Klappt das? Boah, was das für ein Riesengerät ist, ey. Geil. Baby. Marvin, achte ein bisschen auf deinen Füllstand, nicht, dass ich hier zu viel reinlachse. Ja, Füll nach. ist voll. Voll? Ja. Okay, gießen aus. Lassen das mal so stehen, falls wir noch mehr brauchen. Und dann gucken wir es mal Marvin zu. Oh, oh. So. Marvin, wie er hier den Lachs reinhält. Ist das so in Ordnung? Achso, das ist die Treppe. Ja, warte, lass mich kurz den Lachs greifen. Ich helfe dir. Ja, das passt. Oh, ja. Schön. Ja. Oh ja, schön Lachs. Ich kann da echt gegenlaufen. Ich bin jetzt schon wieder leer. Ich bin jetzt schon wieder leer. Bau mal schön. Hä? Du hast doch gesagt, Ahnung. Du bist voll! Ja, war ich auch! Also, da, hier, klopf mal, warte, die Füllanzeige. Du bist wahrscheinlich besoffen oder was? Warte, hast du viel Korn gehabt oder was? Deswegen bist du voll! Hier, die Füllanzeige, die hat geklemmt. Ah, okay. Ich hab draufgeschlagen. Ja, der Chef hat wieder ein defektes Fahrzeug geholt. Okay. Ja, ein bisschen mehr noch. Ja, ein bisschen ran. Höher. Ja. Okay, da kommt nichts mehr! Ja. Ah, so, doch, jetzt geht wieder, ja. Ja. Okay. Okay, ja. Das haben wir an, hier oben. Ja, noch ein bisschen mehr in die Ecke. Ja. Jo, nach links. Jo. Oh, das sieht gut aus, Jungs. Ja, schön hier die Fußbodenheizung mitnehmen, ja. Noch weiter. Die Treppe, das ist Fußbodenheizung, ne? Ich weiß nicht, das muss hier der Nugi sagen. Oder ist das irgendwie so ein Drainageding, um den Zement auszu... Nee, das müsste Fußbodenheizung sein. Aber die ist komisch verteilt, oder? Müsste die nicht eigentlich überall liegen dann? Eigentlich müsste sie überall liegen, aber die Hausbesitzer wollten die nicht überall haben. Ja, das ist ja nicht unsere Verantwortung als Bauer dieses Hauses hier, dass die Fußbodenheizung liegt. Also mein Haus würde anders aussehen. Falls wir da Leute vom Bau am Start haben gerade, dann haut doch mal in die Kommentare, ist das hier echt die Fußbodenheizung oder soll das die Fußbodenheizung sein? Und wenn ja, ist die richtig verlegt oder ist das eher was, um den Zement irgendwie zu trocken zu legen, oder? Gute Frage da, ne? Gute Frage. Das ist vielleicht ist ja auch ein Internetkabel oder so. Baumaschine ist leer. Einmal bitte wieder nachliefern hier, dankeschön. Jawohl. Hey, was machst du denn hier? Er läuft doch die ganze Zeit. Marvin, die Treppe musst du auch lachsen, ne? Ja. Aber erstmal brauche ich wieder einen neuen Stoff hier, ne? Neuer Stoff. Stoff.
Stoff. Boah, 19.000! Eieiei, Mios, Stoff. Dios. Ja, passt, Treppe ist fertig. Echt, schon fertig? Ja, das ging ja, ja easy. Stellt euch mal vor, Bauarbeiter würden echt eine Umsatzbeteiligung kriegen. Würde vielleicht so ein bisschen den Fachkräftemangel ja kämpfen. Ja, also die arbeiten wenigstens dran. Guck mal, so ein Makler, der schreibt so ein Exposé und kriegt, keine Ahnung, 5% oder so. Also ich habe meinem Makler, ich glaube, 14.000 bezahlt dafür, dass mir das Haus vermittelt hat hier. Deswegen ja. Die miesen Ficker, guck mal, der macht nicht mal was. Die haben echt nichts gemacht, außer mich hier einmal ins Haus reingelassen. Deswegen, das ist noch viel besser, wenn der Bauarbeiter ein bisschen mehr Geld bekommt. Ja, ich bin ja dabei, mich musst du nicht überreden. Also was die da an Geld verdienen, finde ich eh ein bisschen übertrieben. Makler ist echt krass, ja. Ja. Verschämt. Natürlich schreiben die auch nicht so sehen, hier noch ein bisschen rüber, ja. Und jetzt hier um die Ecke noch, nur hier auf der Seite. Dann haben wir's. Auch weiter, hier zu mir, Marvin, hier zu mir. Ja, sehr schön. Auch ein bisschen. Noch ein bisschen, da geht noch mehr. Ja, hier fehlt auch noch ein bisschen. Ich latsche mal rein. Ja, haben wir, oder? Haben wir? Sehr schön, okay, jetzt. Ja, okay. Schön. 84.000 haben wir schon vorausgezahlt. Was brauchen wir jetzt hier oben? Paletten, Ziegel und Baugerüst. Das heißt, wir brauchen wieder den Kran. Ich muss sagen, nach wie vor, ich feiere dieses Game. Ich liebe es. Es ist eine super Alternative zum Beispiel zum Landwirtschaftssimulator. Wobei der Landwirtschaftssimulator, muss man sagen, simulatorentechnisch noch ein bisschen hochwertiger ist. Aber man muss auch sagen, Landwirtschaftssimulator gibt es ja schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder was. Die haben ja ordentlich Zeit gehabt, sich auszubauen. Wisst ihr, welches Team hier dahinter steckt? Wie die heißen, weiß ich nicht, ne? Nee. Wahrscheinlich Gandalf TV oder so. Aber es ist trotzdem für mich ein geiler Simulator und gerade mit Kumpel zusammen. Ja. Macht halt echt Laune. So, was brauchen wir denn alles hier? Herr Scheffel, was brauchen wir? Baugerüst müssen wir gleich von hinten holen. Von hinten? Ja. Wo, was heißt denn hinten? Da steht hinten. Hier. Ja, hier neben dem Haus steht das. Wir arbeiten doch hier schon. Ja. Okay. Nur mal ein Beispiel. Chef, Kopf. Oh, ja. Eigentlich habe ich Marvin nur gerade den Kopf abgerissen. Immer unterschrieben, Lastenstellen. Was? Lastenstellen? 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 Okay. Deko, machst du das Baugerüst? Ich mach dann hier den anderen Lack. Du machst die Ziegel gerade. Ja, mach ich ja. Mach ich auch. Okay. Hast du ja dann, nimm du die Ziegeln ein und den. Dieses Ding hier, wo kommt das hin? Das kommt daneben, glaube ich, ne? Oh, die Lampe ist im Weg! Vorne ans Haus. Nein! Okay, jetzt übernehme ich hier das Baugerüst und Marvin kann trotzdem nicht arbeiten, oder was? Nee, ich kann nicht arbeiten, leider. Ich komm nicht ran. Okay, dann du bist im Weg. Kann ich irgendwas anderes holen? Achso, ich bin im Weg. Ja, warte. Okay, ich versuch's einfach mal. Mal schauen, was passiert. Kann man den Rüssel rein hier. Okay, ja, doch, sieht gut aus. Ja, doch, passt. Sehr schön. gut gemacht. Ja, einfach gerade so im Bau, im echten Leben, hätte ich gerade einfach irgendwie 30.000 Euro Schaden angerichtet. Ja, alles easy. Ja, hä, kannst du jetzt was machen, Marvin? Nee, ich komm da mit dem Kran nicht hin, ich bin zu weit weg. Ja, dann fahr das Ding halt um! Ja, dann, also, ich komm da nicht dran. Warte, so. Warte, also, die Spinne wegmachen. Ja, also bis dahin bist du doch schon dreimal fertig, Brudi. Ja, da sind noch ein paar... Einer noch! Also ich bitte dich. Kommt raus? Genau, einmal bitte Warnlicht auch anmachen, Leute, ne? Ja. Ist, aber, was sag ich, ne? Ich hab ja nicht umsonst hier zwei Monsterdosen in meinem Helm. Einer muss sie ja schaffen von uns. Oh, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Geld bekommen, ne? Wir haben 123.000, hab ich gar nicht mitbekommen, dass wieder Cash aufgefüllt worden ist. Nice. Oh, ich komme nicht bis da hinten hin. Die Sachen, die direkt am Zaun liegen, da komme ich nicht dran. Hä, warum? Echt nicht? Ja, weil mein Kranlachs, mein Ausfahrer ist zu Ende. Auf gar keinen Fall. Doch? Ich komme bis hier. Ja, geh mal nach unten, ich schub's den. Du musst ja nur noch hier rankommen. Los, kriegst du hin. Schaffst du, ja. Los, rüber. Los, jetzt! Ne, das Falsche. Das ist falsche, oder? So, nee, das ist falsche. Ja, hier, los, ja. Nein, das ist falsche. Nein, ich komme noch nicht ran. Warte mal, ich fahr mal einmal zurück und lass ihn nach vorne schwingen. Schwing ihn, los! Ich seh nix! Ja, Mutter! Ah, da war er gerade! Warte! Nein, schwing okay, aber so geht's. Nein! Sehr schön! Ja! Los, hilf! Heb den Lachs hoch! Digga! Einfach nice. Guck mal, ich bin Künstler. Okay, auspacken, nicht vergessen, ne? Oh, ich muss ja noch hier hochfahren. Ja, ihr müsst auspacken. Ich geh mal nach oben. Ja, nehm ich mal das Gerüst hier unten. Ja, ich nehm oben die Ziegel. Ja. Hier in der Ecke. Genau da.
Ja, das soll so, das soll so, ja. Was machst du da hinten? Ich sehe das alles von hier unten. Ja, hä, mit Anschwung. Ich bin rüber da! Also pass auf die... Pass auf das Baugerüst auf. Hallo, ihr könnt ausräumen. Okay, ja. Perfekt. Wandmauern aus Ziegeln. So. Let's go. Lass mal die Wandmauern hier. Hey, zieh den Kran schon ein bisschen hoch. Oh, da kommt das zweite Stockwerk, Junge. Da kommt das zweite Stockwerk. Oh yeah. Mhm, haben wir auch. Hä? Oh, ist das schön. Jetzt? Oh, ist das schön. Oh. Jetzt müssen wir die Wandmauern haben wir auch. So ein Hausbau ist ja auch schon echt befriedigend. Nice, Baumaterial auspacken. Marvin, neben dem Haus ist ja nochmal ne, das Gerüst, das ich abgelegt habe. Ja, ich muss erstmal wieder rausfinden. Hey, lol. Ja, ich habe letztens bei mir um die Ecke zugeschaut, wie so ein Fertighaus gebaut wurde. Da stand innerhalb von einer Woche. Digga, was? Das war richtig krass, Alter. Ich bin da, das war noch die Zeit, wo wir zum Praktikum gegangen sind, jeden Morgen. Ich bin da jeden Morgen und jeden Abend da vorbeigegangen und habe immer den Fortschritt gesehen. Und innerhalb von, ich glaube, 3 oder 4 Tagen stand das einfach. Digga. Das ist deutsche Baukunst. Also finde ich krass. So, was brauchen wir jetzt? Wieder Deckenelemente, achso da. Ja, geht wieder von vorne los. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Diesmal kann ich wieder mithelfen. Aber dann müssen wir den gleich wieder. Brauchen wir den gleich wieder. Ich weiß nur nicht, hat das irgendwelche Leute, die sich da schon informiert haben in den Zuschauern? Das irgendwelche Nachteile? Ja. So ein Ding, weil eigentlich. Es ist, glaube ich, günstiger, weil es so schnell geht. Ja. Und du hast da einfach ein Haus innerhalb von einer Woche stehen. Also natürlich ist dann noch nichts innen drin gemacht und so. Ist halt ein Rohbau dann noch, aber es ist halt fertig ansonsten. Ja, läuft, ja. Passt das? Ganz knapp, oh. Ja. Das passt leider nicht. Das passt nicht. Was passt nicht? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, du musst da ein bisschen zur Seite. Erst recht mit uns hier, Alter. Ja. Wir jo, sind die, ja, müssen wir gleich machen, wenn du weg bist. Top-Handwerker. EU-West. Was mal an hier oben? Ja, wann kriegen wir eigentlich eine Gehaltserhöhung, Nogi? Also wir sind ja, schon ziemlich krass drauf, ne? Muss das auch hier stehen, ne? Erstmal muss also mal. Ja, guck mal auch, was wir hier für Leistungen reißen, ne? Ja, denn das sehe ich ja da vorne, ne? Der eine knallt gegen das Haus, der andere packt die. Das war, ja, das war aber super, nur weil das es ab kann, ne? Wir haben das ja gebaut. Wir wissen ja, dass das aussieht. Wir wissen, was wir können. Weißt du? Hat das noch ein Stockwerk? Ja, es ist ein Doppel. Ist okay, weiter komme ich nicht. Leider, tut mir leid. Hä? Hast du nicht von mir gelernt mit Schwung? Aus. Nee, ich komme da nicht hin. Das ausholen. Geht nicht. Ja, machst du. Press. Okay, ja, nach links. Da muss auch mehr rüber. Du musst auch ein bisschen großzügiger sein. Ja, hab ich. Das reicht nicht hier. Geht nicht? Okay, warte, dann muss ich mal kurz hier. Oh. Ja, mehr. Ja, mehr. Warte. Ich bin leer. 33, okay. Ja, dann lass den Lachs einfach mal an. Ja. So, die kannst du auch sonst anlassen, ne? Dann, ja, dann lass den einfach gießen. Ja, dann füllt er mal bis zum Vorstand. Ja, hier muss noch mehr in die Ecke. Ja. Und, noch ein bisschen mehr. Rüber. Mehr in die Ecke, ja. 45% schon, okay, das ist gut. Ja, wir sind auch schon so ist gut. So, sehr schön, sehr schön. Jetzt noch die Treppe. Hier ist die Treppe. Ja, warte. Da kommen wir hin. Komm, gib mir deinen geilen Schlauch. Oh ja. Los, nimm ihn. Fass ihn. Es wird nicht besser, es wird nicht besser. Nee. Ja, Treppe, sehr schön. So, ja, ein bisschen mehr. Bisschen rein da, ja. Links, rechts, geradeaus. Aber nach unten. Und hast du gleich. Ja. Weit nach links. Ja, so rein da. Noch ja, rein, noch ein bisschen mehr, gib Gas. Ja, perfekt, Treppe fertig. Ja, sehr schön. Zieh ihn wieder raus. Ja. Hallo. Hey, was machst du denn da? Ich weiß es selbst nicht. Es ist 3 Uhr, es ist 3:30. Wie viel lange soll nach Hause gehen? Warte doch. Können zu Hause im Schlafzimmer Spiele machen. Was machst du da? So. Ja. Was hat deine Kleidung auf? Ja, nochmal zurück. Ja, unglaublich. Mehr großzügiger, ein bisschen großzügiger könnte sein, Chef. Ja. Wie ist das eigentlich auf dem Bau? Darf man da seinen Chef fertig machen? Darf man den voll laden? Nein. Wie nein? Okay, hier am Rand brauchen wir noch. Ja, warte, hier. Da vorne fehlt auch noch. Bei der Treppe hier. Über der Treppe hier. Wo ich stehe. Ja. Ja. Ja, bis nach rechts. Mach doch mal auch dein Licht an. Hat das Ding kein Licht? Muss doch Licht haben. Hier vorne hat er kein Licht dran. Am Staubsauger gar kein Licht. Was ist das für ein Gerät, ey? Ja. Ist leider kein. Hier sieht man noch gar nichts. Kann man gleich nachts arbeiten. Ja, und hier in der Ecke nur noch. Hier in der Ecke, ja, dann hast du alles. Ja. Ach, einmal hier, hier am Rand lang. Ja, hallo! Ja, weg da! Los, ich hab gesagt, weg! Los, schieß!
Saug, schieß, muss was näher auch immer. Ran an dich, nicht weiter näher. Weg, näher ran. Ja, Digga. Und jetzt höher. Hallo! Hast du in der Ausbildung geschlafen? Ich glaube, der Chef hat sich die Fortbildung für das Gerät gar nicht angeschaut. Sag mal, ja, nach hinten! Mit euch. Das ist ein Knopf nach hinten! Und schieß! Ja! Okay, ja, Chef! Und jetzt links, rechts, links, rechts! Ja, geht doch! Ja! Yeah, oh, nice! Sehr schön, ey, okay. Gemacht, alter Schwede, ey. Hier, ne, aber wie gesagt, ich komm da hinten nicht mehr ran. Marvin, du musst jetzt mal dein Gerät da umstellen. Ja, ich stell dir. Hallo, hier. Hallo! Was? Zu so hoch reichst, ey, krass. Willst du mich wegholzen? Das muss nur einfach hinten in die Ecke? Ich das blaue. Dachziegeln? Guck mal, das muss da hinten in die Ecke. Was ist das für ein Kack hier, ey? Eure Dachziegeln, gehören die daneben? Ja, deswegen finde ich auch gerade so weird. Das ist nicht hier? Hä? Ey, mach keinen Scheiß hier, ne? Stell das richtig an den richtigen Ort. Ich stell erstmal hier ab. Oh nein. Ey, die Ziegeln, kommen die jetzt schon? Ja. Die Folie kommt das da auch nicht. Ja, der kommt das vielleicht da unten hin. Ja, ja. Wo ist die Folie? Wo ist die Folie? Die Folie ist da hinten. Das sind diese Rollen. Boah, ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Ich versuch's mal. Also, du musst da hinkommen. Also, ich kann sie auf jeden Fall... keinen anderen Weg. Von da wegnehmen. Das krieg ich auf jeden Fall hin. Ja. Das ist auch alles, was wir brauchen. Sehr schön. Hoch damit. Ah, guck mal. Der komische, ne? An dem schwingenden Kreis unten auf dem Boden, Muchachos. Der, dieses Dreieck, was sich da mal bewegt, das zeigt die Richtung, in die mein Kran gerade ausgerichtet ist. Mehr geht nicht. Oh, oh. Jungs! Hä? Jo? Ich krieg das alleine hin, ich muss kurz telefonieren. Digga, aber Chef haut ab, ja, oder was? Ja, ich krieg das alleine hin, mach ja, das nach, klar, schon, nach Anleitung. Ja, ja. Passt auf uns. Okay, sehr gut, bis gleich. Und sein Trottel. Digga, wir gehen erstmal Bier trinken. Wollen wir Bier trinken gehen? Zack, platzieren. Jo. Hey, was fehlt noch? Ich glaube hier die Ziegel, oder? Holzbalken? Ja, die Holzbalken sind schon hier. Ah ne, Paletten sind da. Das sind noch Holzbalken. Hä? Siehst du Holzbalken? Ne, gerade nicht. Vielleicht müssen wir die noch kaufen, oder? Check das mal eben. Fehlen, glaube ich, echt noch. Ne, hier vorne ist doch irgendwas. Was ist das denn hier? Ne, das sind auf jeden Fall keine Holzbalken. Holzbalken, okay. Palette Holz, oder? Ah, hier. Holzbalken. Palette haben wir schon. Oh, aber der Chef muss das absegnen. Ich kann das nicht alleine. Chef! Doch, kann ich. Geil. Oh yeah. Hast du es jetzt hier auch liefern lassen oder ist das noch? Ja, hier. Ah, oh, sehr schön. Okay, bitte, lass den Walle kurz überprüfen. Warum haben wir denn hier Pflanzen? Wir hatten Pflanzen gekauft. Ah, da hast du aber günstige Balken gekauft, ne? Ja, die sind von einer anderen Baustelle. Die sehen von der Pressung her nicht so gut aus. Oh. Das sind Zypressen. Egal. Wird schon gehen. Ja, fast. Ja, schön hier langreißen. Fahren mache ich natürlich. Fahren. Ja. Mhm. Ja, nach unten. Ja, ne, nach unten, einfach nur nach unten, ja. Nach unten, ja. Tada! Sehr gut. Okay. Oh, markierten Bereich räumen. Ja, Okay, ich mach das, du bist da oben. Ja. Aber der ist noch rausgefahren. Ne? Och, ja, einfach nur zurücksetzen. Ich, warum? Ja. Geht am schnellsten. Aber er ist natürlich nicht ganz so wahrheitsgetreu, ne? So, Wandmauern, kriegen wir es hin? Ja, ne? Fahrmodus. Oh, 100%? Geil. Digga, so schnell geht das. Meine Seite. Sehr schön. Guck dir das mal an hier. Baumaterial auspacken. Sehr schön. Oh, ich komme hier gar nicht mehr rein. Jetzt kommt die Dampfwolle. Oder die Dampffolie, sorry. Ich komme nicht mehr rein. Das Gerüst führt nicht mehr ins Haus. Weil das Dach oben drauf ist. Palette Dachziegeln. Ich glaube, die sind unten. Oh, jetzt muss ich. Oh, okay, ja. Ich hab hier nämlich auch noch was. Oh, die müssen. Oh, fuck, wir müssen aufs Dach jetzt, ne? Sieht das geil aus, ey. Okay, hier sind aber auch noch Dachziegel, ne? Hier oben drauf. Ich glaub, da kommen wir nicht mehr ran. Wo sind Dachziegel? Auf dem Dachboden. Ja, das ist vom Besitzer. Ah, okay. Bis später. Kriegst du das hin? Ich hab keine Ahnung, was du da gerade machst, aber ich glaube, es ist. Hey, was machst du hier? Du musst da oben aufs Dach. Ja, der kommt. Wie soll ich denn da hin? Ja, draufklettern. Nein, komm ich nicht. Ja, klar. Nein. Doch. Hä, wie komme ich da hin?
Ja, die Dachziegel sind jetzt da, die Dachziegel müssen ja auch verlegt werden. Okay, ich versuch's mal. Schön langsam. Sehr gut, sehr gut. Männers. Oh, moin, Mäuse. Jeff, ja, arbeitssicherheitstechnisch ist ja alles im grünen Bereich bei uns. Ja, ich sehe, halte dich da gut fest. Ich sag dir, wenn die das bohren, das sieht, ey, das gibt richtig einen rein hier. Oh, ja, pass, warte, ich spring rüber. Ey, ich hab ein heftiges Sprunggelenk, ey. Ich hab deswegen jahrelang trainiert. Alles gut, Chef, alles gut. Hä? Chef, so. Wie? Ja. Wie, Chef? Chef, einmal weg, Chef, wieder da. Hier, von der Seite, Marvin. Hä? Oh, jetzt ist schon drauf. Von der Seite kannst du rauf. Sonno, geh runter von der Baustelle, bitte, Chef. Dann sind wir hier fertig. Ja, ich bin runter. Schon wieder Oberboden abtragen? Was kommt hier als nächstes? Ist ja unglaublich. Aber, Muchachos, das Haus steht. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir den Garten noch fertig. Was ist der Oberboden? Der muss ja auch noch gemacht werden. Was ist der Oberboden? Oberboden? Ist das der Unterboden vom Oberboden oder was? Ja, Ober, also ne, vom Restaurant hier, der Kellner, Oberboden. Ja, okay, ich verstehe es, ey. Also, Muchachos, Daumen nach oben ballern, schaut auf jeden Fall. Oder Daumen nach Boden hauen. Hallo. Also, schaut auf jeden Fall bei Nugi vorbei. Beschreibung abchecken, Dankeschön für euren epischen Support bei Instant Gaming. Dann würdet ihr uns anheuern, um euer Haus zu bauen, in die Kommentare. Und was denkt ihr, würde passieren? Auch das gerne in die Kommentare. Bis dann, bye bye. Ciao.